Hallo, hallo, hallo. Hallöchen. Hier sind wieder Floppy. Oh, ein Floppinchen. Na, ihr Lieben. Wir haben den alten Herren gefüttert. Es dauert Zeit leider wieder ewig, bis er weggeht. Oh. It's obvious the wizard enjoyed his meal as he lets out a satisfied belch. He rises and leaves without so much as a thank you. Ja, natürlich sagt er kein Danke. Man merkt, dass es ihm geschmeckt hat. Denn er lässt ein großes von sich statt einem Danke. Also er rülpst. Ich soll dich da nicht hinsetzen. Jetzt muss man leider wieder warten, bis er weggeht. Aber ich will auf jeden Fall, wenn er dann jetzt mal weg ist, zappeln wir nochmal unser Gedöns ein, ne? Und holen uns noch einmal Matsch. Man muss doch irgendwas mit diesem Becher machen können, den wir gekriegt haben von dem Baden. Am besten gehen wir nochmal. Weil Matsch ist ja nur nasse Erde. Matsch war in dem Tümpelchen da bei der Spinne. Wenn du meinst? Ja, der haben wir ja schon mal Matsch genommen für ein anderes Rezept. Hm. You'll get what's coming to you, Gwydion. I used to be his favorite. Du bekommst schon noch, was du verdienst, Quidian. Ich war einmal sein Favorit. Okay, dann red du, ich esse hier derweil Kinderschokobons. Das Osternest steht da bereit, wisst ihr, Leute? Wir wollten eigentlich keins, aber wir bekommen trotzdem eins. Ja, meine Mama ist zu nett. Und aus nett wird fett. Ja. Jo, lie du down. Kannst du ein bisschen leiser machen? Ja, den Ton? Mit dem Rad. Besser? Vielleicht, ne? Weißt du noch nicht. Muss ich jetzt auch noch einmal einem Schokohasen was abbeißen. Und dann hole ich alle Sachen aus dem Versteck. Krapsch. Retrieve. Take all. Muss man erst rausgehen, ne? Und dann kann ich zaubern. Die da, ne? You pull out the magic mappe. Das ist Haus von den Bärchen. You feel a strange pulling sensation. Klopfen wir mal an. There is no answer. Oh, Gott sei Dank. Keiner da. Dann nehmen wir wieder den leckeren mittleren Brei. Just right. Genau, richtig. Wicker Maus, du siehst immer noch kein Kratzbäumchen. Und das ist der Ausschalter, den du da anstarrst. Na. Das ist nicht an. Die weiß genau, was dann passiert, wenn du da drauf drückst. Miau, miau, miau. Jetzt guckst du uns sauber an. Was macht ihr Menschen? Ihr seid so langweilig und ihr sitzt nur da rum. Und das wieder um. Du hast noch das Spielzeug da, oder, das Herrchen? Ah, da. Beschäftige mich, Herrchen. Widdel. Nein! Oh, ich habe nie aufgepasst. Ich habe auf Wicker geguckt. Jetzt wurde ich ausgeraubt. Restore. Ja, wie ihr gesehen habt, habe ich es wirklich vorher einfach nur kurz genannt. Ja. Tja, die Katze war mit den Dieben im Bunde, würde ich sagen. Ich wollte auch sagen, Wicker hat sich da abgesprochen. Das ist nicht fair. Gar nicht okay. Ja. Wenn dann gehe ich mal schlafen legen. Komm, geh weg. Du sollst weggehen. Muss ich erst wieder anquatschen?
Manannan does not appear in much of a talkative mood at the moment. Conversing with him further might be unwise. Mhm. Also man soll ihn nicht stören, sonst wäre sehr unklug, das zu tun. Manannan. 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 Und? Geh dich hinlegen, hopp, sag's. Oh. Er nervt. Er macht nie das, was er soll. Es wird so schön, wenn er endlich weg ist. Ich liebe ihn. Heiß und innig. Wasn't hissing a big enough hint? Hat es dir nicht gereicht, dass ich dich angefaucht habe? Geh schlafen, Alter. I am going to lie down for a rest. Do not disturb me. Ich schließ mich hin, nerv mich nicht. Richtig. Das hat er gesagt. Am besten speichere ich dann danach nochmal, damit wir das Ganze nicht nochmal durchleben müssen. Am besten. Tut mir leid, Karötchen, ich hab's wieder vergessen. Retrieve. Alle. Dann. Safe. Ich lach's nochmal kurz, ist ja egal, ne? So, dann gehen wir raus und teleportieren uns nochmal. Teleportieren. Ja, das ist ein schönes Wort. Ich habe zu schnell gesprochen. Tidim. Ihr versteht mich schon. Deutlich. Deutliche Aussprache, Floppine. Deutlich. Benutzte Karte. Reise zu Bärchens. Biba Bärchen. Biba Bärchetime. Ab zu McBärchen. Muss wieder singen. Porridge klauen. There is no... Keiner antwortet. Ja, ui, das Essen von anderen. Richtig. Gestohlen schmeckt immer besser. Tja, kannst nichts dafür zahlen müssen, ne? Ist halt schon praktisch. So. McBärchen. Da wollte ich nicht. Ich wollte zum Matschbloch. Und eins höher, ha? Keine Ahnung, wo die Matschepampe war. An diesem See. Sagst du? Ja. Zwar hier rechts, oder? Keine Ahnung. Ja, da, wo die Spinne war. Die Höhle. Ach, da. Und da war angeblich Matschepampe. Ich dachte, wir hatten das mit dem Löffel da rausge... Dachte ich. Ein wunderschöner Bachlauf. Ja. Matschepampe. Ah, vielleicht hatten wir es da geholt. Irgendwo haben wir hier Matsch geholt. Mit einem Löffel, sicher? Ja. Feuchter Schlamm. Darf ich doch mit meiner Hand einfach... You kneel and scoop some of the mud onto the wooden spoon. Da siehst du. Du kniest dich hin und holst dir etwas Matsch mit deinem Holzlöffelscher. Matschepampe. Matschepampe. I love you so much, Pampe. Oh. Mein Bruder ist in der Suppe gelandet. Das ist schlimm. Dumm. Nicht so schlimm wie mein Onkel. Seine Haut hängt immer noch in einer dieser Menschenbehausungen. Eichhörnchen landen in der Suppe? Anscheinend. Was man früher alles gegessen hat? Achso, haben wir da schon reingegriffen? Das ist so ein komisches Loch, wo wir nicht...
Wir brauchen ja irgendwas Langes. Also von da sind wir gekommen, ne? Kannst du mal da in das Loch gucken? Ich gucke in das Loch. Ich speichere. The hole is deep, much longer than your arm. There appears to be a glass bottle at the bottom. Glasflasche. Wenn ich nichts Langes habe, dann kann ich das doch einfach füllen. Das könnte ich doch mit Wasser füllen, oder? Versuch's aus. Hä? Steht was drauf? Pfandtofflemeer. Kann ich das damit benutzen? You successfully fill the hole with water. Da, siehst du? Erfolgreich füllst du das Loch mit Wasser und machst dich dabei komplett nass. Das ist okay. Der Pitcher fällt dir aus der Hand und zerschellt am Stein. Aber jetzt kann man diese Glastasche nehmen. Oh, da ist ein Stück Papier drin. Die fehlende Seite. Bist du es? Ja, wenn du mich nicht hättest. Das war doch meine Idee. Ja, aber ich habe gesagt, greif da ins Loch. Das ins Loch greifen war meine Idee. Das stimmt, das war eine Teamarbeit. Ich habe an den Becher gedacht. Ja, ja. Hä? Nochmal. Die alte Magie. Okay, es ist also das von dem Buch, ja? Und auf der Rückseite steht dann halt von wegen, dass man diese Mantrakes... Wo kann ich nur eine Alraune finden? Vielleicht ist diese Höhle da, meine letzte Hoffnung. Da probieren wir es mal aus. Die haben wir ja tatsächlich schon. Ja, dann könnten wir jetzt eigentlich versuchen... Dann könnten wir jetzt, glaube ich, alle anderen Zaubersprüche machen, ne? Und versuchen den... Miauznen. Fitze, Fitze, Fatze. Fitze, Fitze, Fatze. Meinst du, der Katzeklo macht den Benennen froh? Vielleicht. Ich kann mich ja... Upsi. Ja, warum nicht? Safe. Schon mal eins hoch teleportieren, ne? Da muss ich nicht ganz so weit gehen. Ja. Das zwei ist nicht viel Unterschied, aber egal. Entschuldigung. Häschenpapier. Ja, sie isst gerade ein Schokohäschen. Mit deinem. Von der lieben Cindy. Grüße, Cindy. Dankeschön. Was ist das? Ein Ei. Favorina. Ich glaube, das ist die Marke aus dem Aldi. Musst du gucken, weiß nicht, was drin ist. Ist das gefüllt? Weiß ich nicht. Gefüllte Pralinen sind meist irgendwie so 50-50 Chance, dass es okay ist. Schlüssel? Ist gefüllt? Ja. Nicht gut gefüllt. Sieht aus wie so ein Kinder. Schokolade. Ist okay. I need dich. Ja, bitte, Bom. Wir benutzen die Bücher und steigen noch einmal hinein. Dann machen wir jetzt am besten doch zuerst den Trank für Benennen, oder? Weil ich glaube, wenn er mal eine Katze war, könnte man machen, was man wollte. Ja. Sobald er eine Katze verwandelt ist, geht der Timer oben weg. Richtig. Und da ist das Spiel viel entspannter. Ich bin nicht gefallen. Habt ihr das gesehen, Leute? Ich bin nicht gefallen. Ich werde das einfach vorher nicht ankündigen. Safe. Bald. Kommt auf kurz nicht lang. Ja, aber bald ist er weg. Was ist wenn du das sagst, wenn du das sagst. Na super, der Plan. Der Page ist die leere Seite. So, die da, ne? Mhm. Ah, sehr schön. Das passt. Ah, das muss ein Cookieblech. Okay. Grind one tried mantrake root with a mortar. Also erst die Wurzel. Die Alraunenwurzel. Das war die da. Verwurzeln. Place the dried mandrake root in the mortar.
Wir benutzen den Modar. Du reibst die Wurzel zu feinem Pulver. Muss man als nächstes machen? Fischöl da hinein, 2 Tropfen. 2 Löffel. Wie in jeder guten chinesischen Küche. Dann das Katzenhaar und dann umrühren. Welches war denn das Fischöl, das da? Du musst erstmal das Zeug rausnehmen aus dem Mandrel, aus dem. Nee, das soll der da rein. Mäuser. Echt? Hab ich doch so gelesen. In a bowl. Ah. Ja, hatte ich doch recht. Hast recht. Wie bitte ich? Okay, dann trotzdem nochmal hier lesen. Dann kommt da Mantragi Powder. Also die Alraune in die Schüssel. Vorsichtig legst du das Alraunenpulver in die Schüssel. Dann benutzen wir den Löffel mit dem Fischöl. Und du machst erstmal den Matsch weg. Okay, also erstmal sauber machen und dann das Fischöl rein. Haben wir gemacht. So. Mhm. Dann Katzenhaar und dann umrühren. Das war's, Katzenhaar. Ja. Katzen. Ich hab mich verklickt. Ich hab es benutzt. Gut, dass ich gespeichert hab wieder. Mhm. Sieht aber cool aus so als Katze, ne? Naja. Furries. Okay. Diese Seite wurde aus dem Buch gerissen. Wir fügen sie wieder ein. Mhm. Dann zermalmen wir die Alraune ein zweites Mal. Und dann mörsern wir sie. Und dann nehmen wir sie hinaus. Dann gehen wir wieder zum Buch. Benutzen den wunderschönen Löffel. Mit dem Fisch. Ich hab die Hand gehabt, ne? Irgendwas hast du wieder falsch gemacht. Das ist echt nicht meins mit diesen Zaubersprüchen. Ich brauch wirklich einen Hut. Kannst du mal das Aber ich hab kein Hutgesicht, ihr Menschen. Aber vielleicht funktioniert's mit Hut besser, Floppy. Ja, hat ja die Saphira gemeint, dass du einen Zauberhut brauchst. Ja. Das alles ist, dann musst du mir jetzt einen Hexenhut. Habe ich nicht einen Hexenhut? Ich hab doch ja, einen Hexenhut. Du hast einen Hexenhut. Der ist in. Liegt der nicht da hinten? Ja. Soll ich ihn dir holen? Vielleicht. Okay. Warte mal, ich stehe mal auf und hol dir deinen Hut. Ich glaube, es ist dann besser. Das sehen die Leute zwar nicht, aber ihr könnt es euch vorstellen. Genau. Das ist so ein spitzer Hut. So ein schwarzer, klassischer. You grind the dried mandrake root into a fine powder. You carefully remove the mandrake root powder. Ist es nicht hinter dir da, hinter meinem Schrank, Tisch? Am Schrank? Ich hol dir einen Zauberhut. Er holt mir einen Zauberhut. Ich speichere das jetzt nochmal. Ich habe das keinen Bock wieder zu machen. Ich speichere jetzt jeden Zwischenschritt. Nein! So. Man nehmen wir das. Dankeschön. Ah, der Zauberhut. Sehr gut. Ja, der ist sehr spitzig. Gut. Siehst du eigentlich noch was? Ja. Dann. Was war als nächstes? Two spoons of Fischöl. Denk dran, nicht die Hand benutzen. Ja. Hand böse. Also erst den Dreck rausmachen, dann habe ich das Fischöl hinzugefügt. Dann musst du gleich nochmal neue Matschepampe holen. Nee. Ja doch. Ist das nicht in meiner Tasche dann? Put small ball of cat hair into the bowl. Katzenhaar in die Schüssel. Mit dem bitte. Oh, Gott sei Dank. So. Umrühren. The mixture mit the spoon. Und der Teig wird dann sehr ölig. Und dann kommt der Teig auf den Tisch und dann mache ich den in eine Cookie-Form. Okay. Erstmal
umrühren. Müssen wir das dann noch backen? Das weiß ich nicht. Warum? Da stand doch, dass ich den nehmen soll. Speicher am besten, wenn du den Teig fertig hast. Jo. Ich war so stolz auf mich. Es liegt nicht am Hut. Nee, scheinbar nicht. Jetzt hast du ja einen schönen spitzen Hut auf. Und es hilft dir trotzdem nicht. Okay. Jetzt kommt das Haar, ne? You place the cat hair in the bowl. Ich beiße jetzt nochmal. Und dann rühre ich das um. You carefully stir the contents of the bowl. Dann. Put the dough on the table. Okay, das heißt, muss ich da rausgehen jetzt. Speichere erstmal. Warum? Ich hab doch jetzt nichts gemacht, oder? Also jetzt mal im ganzen Ernst. Nee, jetzt hast du echt, du hast nur auf Exit geklickt. Aber vielleicht musst du... Versuch jetzt gleich mal einfach das mit der Maus, genau mit dem Zeiger zu nehmen. Mhm. Und dann und auf den Tisch kloppen. Mhm. Okay, und dann musst du dazu... Roll the dough. Okay. Into a cookie. Das heißt, ich muss aber jetzt anfassen ja. Schon, ne? Into the shape of a cookie. It hardens quickly. Der wird schnell hart. Und dann ich könnte jetzt einen Spruch bringen, aber ich lasse es. Du rezitierst den Zauber. Wurzel, Alraunenwurzel und Fischöl. Mit Katzenhaar. Ein öliges Mahl herzustellen. Jetzt mit dem Zauberstab über den Cookie wedeln. Wutschen und wedeln. Exit. Wutschen und wedeln. You wave the magic wand over the du wedelst mit dem Zauberstab über den Cookie. Du hast gerade einen Keks erschaffen, der denjenigen, der es isst, auf ewig in eine Katze verwandeln wird. Muhahaha. Da muss ich tatsächlich nochmal matschulen. Hm? Was für ein Kack. Erstmal würde ich das ganze Zeug wegbringen. Warum? Das ist immer noch Zeit. Ja, ich würde dann warten, bis der Menennen kommt. Wir können schlafen gehen. Ich will Menennen verwandeln. Ah, du willst ihn jetzt erstes verwandeln? Ja, aber dann ist der Timer weg. Dann wird alles viel entspannter. Okay. Aber ich weiß nicht mehr, ob wir ihm den Keks so geben müssen oder ob wir den Keks in den Brei krümeln müssen. Weißt du das noch? Na, es wäre jetzt mal nochmal wert, drüber nachzudenken, ne? Ja, wir bringen erstmal alles weg in unser Zimmer. Und dann lassen wir zu. Und dann speichern wir. Wir reden aber mit der Katze. Ich mag die, die ist so schön. Du bekommst, was du verdienst, Gwydion. Ich war einst sein Favorit. Ja, ist schön für dich. Du kannst gerne sein Liebling. Favorit sein. Das ist kein Problem für mich. Dann, renn mit da. You carefully replace the magic wand exactly as you found it. Yep. Tür zu. The cabinet door. Also du willst jetzt hochgehen. Hm. Alles verstecken, schlafen gehen. Ja, da müssen wir nochmal nachdenken, wie das war, weißt du? Ich will es einfach ausprobieren, beides. Ja. Ob ein Keks so ist oder ob er da... den Keks im Porridge will. Stimmt, und geh doch mal. Ich glaube, ich würde es ins Porridge machen. Oder? Ich habe gerade noch mal, weiß nicht. Soll ich einmal speichern? Ja, speichere mal. Save. Cookie. Keks. So, kombiniere Cookie mit Porridge. Gut, sieht immer noch aus. Der Porridge ist jetzt voller Keksbröckchen, aber sieht immer noch sehr, sehr ansprechend und lecker aus.
Heide. Heide alle. Dann. Oh, ich freue mich drauf. Ich freue mich so. Die beste Stelle in diesem ganzen Spiel. Ja, wir haben so gefeiert, dass wir den zum ersten Mal besiegt hatten. Und es hat so lange gedauert, gefühlt, ne? Weißt du das noch? Ja, gefühlt hat das Jahre und Ewigkeiten gedauert. Und wir hassten ihn ja so. Sleep. Ich hab einen Wolfskopf. Nicht einen Katzenkopf. Aber eher, okay, wir haben einen Katzenkopf. Ja. So, dann gucken wir mal. Wir nennen, bist du wach? Hast du Hunger? Hast du Hunger? Ich hab Hunger. Gib mir schnell was zu fressen. Ja, natürlich, mein liebster Herr und Meister. Das ist doch gar kein Problem. Ich fütter dich schön. Guck mal hier, was die Mutti gemacht hat. Leckerchen, oh, ich freu mich, Leckerchen. Guck mal hier, wie fein. Ein Löffel für den Quiddien. Ein Löffel für die mürrische Katze. Ein und Löffel zack. Für den Floppy. Bisschen haarig, ne? Du beobachtest ihn, nicht in der Lage, ein Lächeln zu unterdrücken. Der Zauberer hustet und greift sich an die Kehle. Den letzten Satz konnte ich nicht mehr lesen. Wird ein bisschen blau im Gesicht. Nachdem der Zauberer es schafft, den versteckten Keks zu schlucken, isst er schnell den Rest des Porridges. Du beobachtest ihn und hoffst, dass der Zauber bald seine Wirkung entfacht. Und? Komm. Ich will es sehen. Ich will es sehen. Irgendwas stimmt nicht. Ich fühle mich seltsam. Wirklich? Vielleicht solltest du dich zusammenrollen und ein... Oh, ja. Ja, mach halt, Floppy. Und ein Katzen... Schläfchen machen. Was war denn im Porridge? Ein Keks? Ein Keks? Das erinnert mich an ein Gedicht. Wurzel von der Araune, des Fisches Öl, das Haar der Katze, über das ich mich krümme. Mein Zauber! Ach, den kennst du? Du! Ja. Du wirst damit nicht davonkommen. Das wird dir leid tun, Gwydion. Miau. Mein Name ist Alexander. Bumm. Mama mit der Katze? Red noch mit ihm. Rein noch Spaß. You won't look so clever once you've been shrunk down to size. Du wirst nicht mehr so clever aussehen, wenn du erstmal geschrumpft bist. Verwandle mich zurück, sofort! Ich weiß nicht wie. Lügner! Da geht jetzt einfach so darum, ne? Ja. Aber ist doch cool, jetzt können wir machen, was wir wollen. Ja. Ist das ein guter Punkt zum Stoppen? Ich sehe jetzt gerade, sind es nur eine halbe Stunde. Ja, komm. Und dann können wir das nächste Mal erfolgreich weitermachen. Soll ich jetzt Cookie spielen? Ja, Cookie. Safe. Und dann sagen wir mal Tschüssi, Lee. Goodbye. Tschüss.